Willkommen bei der nächsten Folge Need for Speed Pro Street. Diese Folge gibt es einige Überraschungen. Einer davon ist ein neues Auto. Fangen wir erstmal mit dem Mustang an. Der ist ja gerade durch die Frau gefahren. So. Zweitstärkste im Feld nach dem Ford Escort da vorne. Oh, der geht aber echt gut weg. Ich bin mal gespannt, wie der sich gleich bei Speed Challenge anstellen wird. Bin ja schon Probe gefahren, allerdings nur in der Serienversion, bevor ich ihn getuned habe. Oh. Entschuldigung. Da bin ich aber echt auf Kontaktsuche hier. Der Wagen ist echt einfach phänomenal. Der hat richtig Leistung, lässt sich gut fahren. Wenn man erstmal mit dem Übersteuern umgehen kann, ist das gut nutzbar. Oh Gott! Ja, man muss damit umgehen können. Ansonsten bringt er einen um, glaube ich. Einfach ein bisschen öfter die Handbremse reißen. Ab und zu mal einfach in die Kurven reinbremsen. Wenn der Wagen rutscht, Gas geben und das Heck wegbricht. Ist ja fast ernstzunehmendes Autofahren, was ich hier betreibe. Oh Gott. Mal gespannt, ob ich irgendwann den Punkt erreiche, an dem ich mit dem Mustang wirklich umgehen kann. Ja. Ich hoffe mal. Entweder bremse ich zu früh oder zu spät. Eins von beiden passiert irgendwie immer. So, wie gesagt, ich habe ein neues Auto für Drag-Rennen. Schon gesagt, fernöstlich. Und ein Wagen auch für Speed Challenge. Das ist eine neue Rennart, die jetzt mit diesem Event hier beginnt. Ich habe auch kleine Videos dazu gemacht, wie ich sie aufgebaut habe. Einfach mal, um euch ein bisschen hinter die Kulissen gucken zu lassen. So, oh, Spiegel soll man den nicht mal eben reinnehmen. Kann man nachher wieder festschrauben. Das muss ich wieder neu kaufen. Ja, hängt ja noch am Kabel, ne? Ich hält der Stecker das aus. Nicht bremsen! Oh, die bremsen immer. Obwohl der Evo sieht mit dem Breitbau irgendwie ganz passabel aus. Ich mag den Evo. Ist das der 10? Oder 9? 9, glaube ich. Den mag ich sehr gern, so wie er vom Band läuft. Aber schlimm sah das jetzt nicht aus, weil die meisten Breitbaus, vor allem die bei Need for Speed, finde ich, versauen die Autos oft. Aber das ging. Deswegen hat der Mustang auch noch keinen. Außerdem führe ich den eh direkt wieder kaputt. Wow. Das war echt eine fiese Streckenführung hier. Oh, komm schon. Ist ja fast ein Outtake geworden. Das ist schon wieder lange her, dass ich mich überschlagen habe. Das war noch beim Nissan und dem Toyota. Habe ich es auch einmal hingekriegt. Oh Gott. Nein, du baust mich nicht. Ja. Hier geht sowas in Kontrolle. Ich dachte, die Speed Challenge fängt gleich erst an. Bitte auf der Spur. Oder zumindest auf der Straße. Die Spur ist mir ziemlich egal. Endlich mal ein bisschen Action hier. Das sind nur zwei Runden. Na gut, dafür ziemlich lange Runden. Die sitzen mir alle ganz schön im Nacken. Eben der Cobalt. Jetzt der Mazda.
Aber ich habe das schon beim letzten Rennen gemerkt, irgendwie treibt mich das zum einen zu Dummheiten an, aber irgendwie auch vernünftig zu fahren. Also ich bleibe viel besser in der Spur, wenn mich einer drängt. Das ist sehr seltsam, finde ich. Nicht! Au, Gott! Und dann überschlage ich mich an der Ecke nochmal. Und noch zweimal Nitro. Vorhin die Stelle fand ich ganz schön, um Nitro zu geben. Man muss dann nur echt die Nerven behalten. So, jetzt. Ab und zu mal Gas rauslassen und die Spur korrigieren. Wie kann der mich jetzt überholen? Na komm. Zeigen wir dem mal, was 8-Zylinder können. Oh, im Begrenzer mit dem Mustang. Jetzt haben wir tatsächlich mit dem Mustang noch ein Rennen fahren. Vom Zustand her ist er jetzt... naja. Aber er fährt noch. So ein Sektor-Shooter, da ist auch ein bisschen Abstand zu den anderen, hoffe ich mal. So, dreimal Nitro, drei Runden. Ja, ja, zum Ende der Runde hin. Die Stelle sieht ganz gut aus für Nachgas. Wie sehen die Räder aus, als wären sie locker? Streckenrekord gebrochen, na also. Also definitiv ein verkürzter, eine verkürzte Version der Rennstrecke, die wir eben hatten. Und... ah, 7 Punkte. Ja gut, das sollte machbar sein. Wow! Wow! Ich dachte, ich baue hier die großen Unfälle. So. Oh, haben 26 Punkte verfehlt. Komm schon an, jetzt. Dann lachen wir doch drüber. Jetzt aber. Jawoll. Oh, eine Clips. Ich habe erst durch das Spiel vorhin bei der Wagenauswahl, als ich nach einem Wagen gesucht habe für Speed Challenge, erfahren, dass der Eclipse Allrad hat. Das wusste ich nicht. Hätte ich ihm ehrlich gesagt nicht zugetraut. Also die erste Generation Eclipse, die wir gerade gesehen haben. Ich hoffe ja, dass ich wie im Laufe des Spiels alle Autos einmal fahren werde. Die ich nicht fahren werde, da haue ich dann halt Bonusfolgen für raus. Dass man die auch mal sieht. Ach, der fühlt sich da wohl. Ist ihm scheinbar nicht so gut bekommen, der Überschlag. Ist das schon die? Ja, das ist die Bahn. Wow! Ja, wir müssen jetzt auch Freunde werden, der Mustang und ich. Ansonsten gibt das echt Probleme. Wow, ich hab vergessen zu bremsen. Na komm schon. Ich bin nur auf dem zweiten. Ah, oh, verdammt. Was mache ich denn hier? Oh Gott. Ja, hier hat Luft gekühlt, ne? Acura RSX, den bin ich auch das letzte Mal in Need for Speed Underground 1 gefahren, glaube ich. Da war der ganz schön pixelig. Aber ich glaube, ich mochte den. Versuchen wir noch einmal Punkte reinzuholen. Vorsicht, da ist Parkplatz. Sorry, Mann. Direkt auf Geschwindigkeit kommen.
schon, komm schon. Ach, schade. Aber einen schönen zweiten Platz belegt. Komme ich auch mit klar. Bekommt der Mustang jetzt erstmal wieder eine kleine Schonzeit bis zum nächsten Event. Und die Corolla raus. Oh, 4 Corollas in dem Rennen. Das kann ich ja wagen, ist ja sehr, ja, sagen wir mal, legendär. Ich weiß gar nicht, wie viel davon überhaupt noch existieren, weil ich meine, wenn so viele damit driften, werden das ja auch automatisch weniger, oder? Wieso habe ich denn nicht vierfach Nitro eingebaut? Das so stimmt für den Fall, dass ich mehrmals finde während der Driftrennen. Ist ja teilweise ganz schön lang, diese Rennen. Oh, komm schon, Kontrolle wieder. Das Corolla macht schon echt Spaß. Man muss dabei echt bei der Sache sein. Oh Gott! Ah. Ja. Wenn währenddessen rumquatscht, dann kann sowas schon mal passieren. Aber das Risiko muss ich nun mal leider eingehen. Ah, los. Zweimal Nitro habe ich noch. Ich erinnere mich hier dran. Genau. Daran erinnere ich mich gut. Oh Gott. Oh, der kleine Corolla. Die Kurve ist ziemlich fies. Man muss direkt rein, abbremsen und direkt wieder raus. Also zack, zack. Ja, ordentlich auf die Nase kriegt schon der Wagen. Wir haben 4 mal Nitro und können wir damit ein bisschen rumrasen. Kostet ja nichts. Nein, 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 nach rechts, nach rechts. Ah. Oh Gott, vorhin das war echt schöner, um einiges schöner. Ja, vielleicht können wir es noch raushauen. Der Corolla wird noch viel leiden müssen bei mir, aber oh, der ist so schön zu fahren mit diesen Driftrennen. Hat hier wirklich gemessen an den anderen Autos hier sehr wenig Leistung, aber Gott, ein Handling. So, jetzt nicht so schnell. Genau, so muss das. Na, geht doch. Puh. Einmal noch. Auf jeden Fall Silvia ist 15 mit. Also ich kenne es ja von Driftautos, dass die Stoßstange locker hängt, wie unsere Heckstoßstange jetzt. Aber dass der vorne so zerfetzt ist, also das kenne ich eigentlich nur von Schrottplätzen. Aber der muss noch ein bisschen halten, der Wagen. Ich glaube, neuen Driftwagen gibt es erst in der nächsten Staffel. Frühestens in, ja, 3-4 Folgen, denke ich mal. Der hier ist ja auch erst, in der ersten Staffel war ja nur bei einem Rennen dabei. Ist ja ein bisschen unfair, den jetzt so früh schon wieder rauszuschmeißen. Weil es mit dem auch so gut läuft. Und den Pontiac GTO, von dem ich bei dem einen Rennen sprach, dass ich den für Drift nutzen will, den habe ich auch. Vielleicht kommt der auch mal, ja. Ich denke mal, der kommt auch noch zum Zug. Muss mal sehen. Wie gesagt, ich will möglichst viele Autos fahren und den GTO sind wir ja schon gefahren in der einen Challenge, wo wir den gestellt gekriegt haben. Oh. Oh. Okay, ich kaufe mir einen neuen Corolla. Uiuiui. Aber gewonnen. Wie viel Geld kriegen wir? 2400. Das ist ja voll die Abwrackprämie. Erstmal gucken. Bisher nur in Originalzustand Probe gefahren. Letztes Mal, als ich hier Nitro gegeben habe, habe ich mich überschlagen. Seht ihr später in Outtakes.
Oh Gott. Ich muss hier noch ein bisschen tiefer legen, manuell. Dass er nicht so viel Federweg hat. Der braucht überhaupt keinen Federweg. So sehe ich das. Oh Gott! Oh. Das war schlecht. Hier wird es viele Outtakes geben mit diesen Speedläufen. Ich habe auch noch ein paar auf Lager. Von der, wie schon mal gesagt, mir verloren gegangenen, schon aufgenommenen zweiten Staffel. Will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Oh, das ist ein Hüpfer. Gott! Ich will das Rennen gerade einfach nur überleben. Mehr will ich gerade gar nicht. Der muss sowas von dringend tiefer, der Wagen. Ja, komm, den einen schaffen wir noch. Den auch noch. Na, ah, so nicht, aber so. Alter, das ist ein toughes Auto. Also wie gesagt, normalerweise repariere ich Autos ja nicht während der Events, aber der hier muss jetzt einfach repariert werden. Den brauche ich nochmal. So, einmal müssen wir das noch durchstehen mit dem Escort. Ich fürchte, ich muss mich nach dem anderen umsehen, denn das kann echt nicht normal sein, so wie der hüpft. Also ich werde es außerhalb der Aufnahme nochmal gucken, ob ich das tieferlegen wirklich was bringen kann, aber ansonsten ist mir das echt zu... Also ich überschlage mich hier die ganze Zeit noch. Schon zum zweiten Mal jetzt. So, wir haben jetzt ein Kontrollpunktrennen und müssen an jedem Kontrollpunkt die höchste Geschwindigkeit haben. Also müssen der schnellste Wagen sein an diesen Kontrollpunkten. Mit unserem Flummiball hier. Erstmal holen sie mich und dann lungern sie vor mir rum, das ist auch herrlich. Oh oh. Letztes Mal habe ich durch eine Bodenwelle hier vorne irgendwo meine Haube verloren. Na, vielleicht können wir würdevoll abtreten mit dem. Vielleicht kann der Escort ja würdevoll abtreten. Indem er hier seine Stoßstange verliert. Nein, indem er das Rennen hier noch meistert. Dominiert haben wir schon. Also die Punktzahl habe ich schon drin. Ich will das Rennen nur noch beenden hier. Oh nein, 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 nein. Egal, wir fahren es jetzt zu Ende. Gott, dass ich das überlebt habe. Komm, gib mir den vierten Gang, dann kriegst du nochmal Nitro. Der Wagen hat so brutale Power, das ist göttlich. Jetzt nicht wieder überschlagen, hier habe ich mich letztes Mal überschlagen. Das sind aber auch so fiese Bodenwellen hier. Und noch ein Kontrollpunkt. Ne, hier war das irgendwo. Beim Ziel habe ich mich geschlagen, genau. Oh Gott. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Für mich war sie sehr aufregend. Genießt noch die Outtakes und dann sehen wir mal übermorgen, ob ich nicht doch einen anderen Wagen für die Speed Challenges nehme. Bis dahin, ciao!